Ja, mein Name ist Martin Schmitz. Ich bin Sprecher der Selbsthilfe in Rehde. Ich bin im Vorstand beim Eckigen Tisch. Ich bin selbst Betroffener von Missbrauch durch Heinz Pottbecker in Rehde und arbeite seit vielen, vielen Jahren in der Betroffenenarbeit und versuche, Dinge zu ändern. Als ich damals aus Rehde weggegangen bin zum Studium, bin ich als erstes aus der Kirche ausgetreten. Zu Hause wollte ich das in Rehde nicht, weil es da zu viele Diskussionen gegeben hätte. Aber ich bin ausgetreten, weil ich es nicht aushalten konnte und habe eigentlich auch gedacht, dass ich nie wieder was mit der Kirche zu tun habe. Das zusammen, das ist sehr viel anders geworden. Ich habe im Laufe der Jahre und gerade durch meine Aufarbeitung sehr viel Kontakt zur Kirche bekommen, zum Bistum, aber eben auch zu verschiedensten Pfarrgemeinden und arbeite dort an vielen Stellen einfach auch mit, weil mir nicht das Retten der Kirche wichtig ist, sondern die Veränderung. Es muss sich etwas verändern in der Wahrnehmung, was die Missbrauchsvorkommen angeht, was die Missbrauchstaten angeht, weil wir müssen uns nichts vormachen, es geht weiter. Und nur dann, wenn wir grundlegende Änderungen schaffen, haben wir die Möglichkeit, Kinder in der Zukunft zu schützen. Ich vertrete den Standpunkt, dass die Kirche aktiv werden muss. Die Kirche muss zeigen, dass sie wirklich Veränderung will und das nicht nur mit warmen Worten von Schuld und Schande, sondern eben indem sie aktiv wird. Denn nur dann, wenn Aktivitäten laufen, nur dann, wenn verstanden wird, was Missbrauch anrichtet und wie die Strukturen da sind, nur dann kann man auch Dinge ändern. Es funktioniert nicht, dass man sich hinstellt und von oben herab Dinge, Veränderungen beschließt und sagt, so, jetzt ist alles gut. Nein, es muss von innen her kommen und deswegen ist es wichtig, dass auch die Kirche sich da engagiert. Ich glaube in ausreichendem Maße nicht, wobei man da unterscheiden muss, dass die Bemühungen immer unterschiedlich sind. Man sieht einmal die Ebene der Fahrebene, so wie wir das hier haben, wo einiges in Bewegung ist, wo wir auch auf einem guten Weg sind. Auf der anderen Seite sieht man dann aber auch die Ebene der Bistumsleitung und da stößt man nach wie vor immer doch noch auf sehr viel Widerstand, weil immer noch das Ansehen der Kirche eine zu wichtige Rolle spielt. Die katholische Kirche kann im Grunde genommen nur dann wirklich Glaubhaftigkeit zurückgewinnen, wenn sie ehrlich und offen damit umgeht und nicht weiterhin versucht, Dinge zu verstecken, Dinge zu vertuschen, nicht an die Öffentlichkeit zu bringen, weil es eventuell unangenehm sein könnte. Nur dann, wenn es offen und ehrlich ist, und nimmt man der katholischen Kirche irgendwann auch das Bemühen ab, dass sie sich ändern möchte. Wesentlich in diesem Zusammenhang fände ich einfach, dass es auch staatliches Handeln gibt, dass der Staat eingreift. Ich glaube tatsächlich, dass eine Übernahme von Verantwortung von Seiten des Staates der Kirche helfen würde. Das Kunstprojekt Transparenz, was wir hier in Bocholt und Rehde aufziehen, ist einfach eine Aufarbeitung, die hier vor Ort geschieht. Wir sitzen seit langer Zeit mit den Gremien, in Gremien zusammen und arbeiten an verschiedenen Projekten, die die Öffentlichkeit aufmerksam macht auf das Thema. Nicht in Form von Skandalen, sondern deswegen, weil wir Dinge anbieten. Und in diesem Rahmen spielt natürlich auch das Kunstprojekt Transparenz eine ganz, ganz große Rolle. Denn es eröffnet einen weiteren Zugang. Es geht darum, dass wir nicht nur Skandale produzieren, sondern dass wir Angebote machen über die Kunst, über Diskussionen, über verschiedenste Dinge, die in die Gesellschaft einfließen und die zu Veränderungen führen können. Lokalnachrichten. Immer und überall.